Ja, am 20. September haben wir uns getroffen zum wahrscheinlich zweitletzten Reitday, organisiert vom Andi. Wir haben uns hier eiskalt getroffen. Ja, den Töff habe ich müssen abbestellen. Und nachher sind wir dann erst Kaffee genommen. Und haben uns dann wieder getroffen. Oder der Andi. Oh, wir sind gekommen, vor allem ganz besonders, dass der Fritz wieder dabei ist. Ja. Schön. Und auch der Walter. Schön. Dreik-Kollegen. Freut mich. Es gibt heute nicht so eine lange Tour. Rollator mit Motor. So grosse Etappen. Also es gibt höchstens Etappen von einer Stunde. In der Stunde gehen wir schon wieder einen Kaffee nehmen. Durch das, dass wir jetzt eigentlich so viel spät abfahren, tut sich halt zum Mittag ein bisschen verschieben. Es wird etwa eins bis zum Mittag essen. Wir Rapperswil zu und dann gehen wir dann zum Mittag essen. Beim Grünen Affe sollte es nicht das Problem sein mit dem Parkplatz. Der hat einen riesengroßen Parkplatz. Was wir nachher müssen drauf schauen, ist das Rapperswil. Dort wird es ein bisschen das Problem auch mit Parkieren. Aber das schauen wir nachher um 9 Uhr noch einmal an. Auf der Straße. Aber ja, es wird wieder nicht überholen, so wie wir es kennen. Fahre ich vorsichtig, habe ich Spass. Ich darf jetzt hinten sparen, dass ich mein Tempo fahren kann. Willst du nicht ein bisschen weiter vorne fahren? Ja, weißt du, dann kann ich auch ein bisschen Abstand machen. Ich fahre nicht schnell. Ja, alles ist gut. Weißt du, dann fahre ich einfach. Ich kann ja schon. Ja, los ist gegangen. Ja, wir hatten wirklich schönes Wetter. Es war wunderbar. Da ist es sehr schön geworden. Einsiedler vorbeikommen. Ja, herrlich. Super gewesen. Ja, da haben wir einen Kaffee genommen.
und sind dann nachher weiter Richtung Rapperswil. Wunderbar. Ja, da sind wir schon auf dem Damm Richtung Rapperswil, wo wir dann auch einen guten Parkplatz gefunden haben. Wo geht's rein? Links. Ah, dort rauf. Ah, schön. Ei, ei, ei. Ja, also wir haben dann wirklich sehr gut gegessen und sind dann nachher weiter. Ja, machen wir uns wieder parat. Ja, und da sind wir schon in der Schweiz. Da geht es dann weiter Richtung Achse. Es war wirklich ein schöner Tag. Dann sind wir hier noch ein bisschen zusammengesessen, haben dann auch einen Kaffee genommen. Schöner Ausblick hier. Ich muss sagen, es war wirklich schön. Und jetzt möchte ich mich auch beim Andi sehr bedanken. Es war super schön. Vielen Dank und bis nächstes Mal.